Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Falls du neu bist, freut es mich, dass du zu diesem Kanal gefunden hast. Heute muss ich das Anfangs-Intro leider mal so machen, weil wir es am Wochenende verdattelt hatten, zusammen ein Intro zu machen. Deswegen so. Okay, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Eine kurze Anmerkung habe ich noch, denn ich glaube, es könnte eventuell verwirren. Ich bin die mit der roten Hose und mein Bruder ist der mit der grünen Jacke. Toni, also mein Bruder, der hat übrigens noch keine Skierfahrung. Er steht das zweite Mal in diesem Video auf Skiern und ist noch voll dabei, das zu lernen. Und wie er sich schlägt, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Mittagspause. Wir sind jetzt dreimal runtergefahren ungefähr und Toni lebt schon am Limit. Der ist durchgeschwitzt bei seinen ersten richtigen Skiversuchen. Ich kann nicht mehr. Ich muss Pause machen. Dann können wir weitermachen. Er muss Pause machen, dann können wir weitermachen. Aber ja. Die Strecke jetzt war auch nicht schön. Die war nicht schön? Für mich. Für dich ja, das stimmt. Für dich war die nicht schön. Für einen Anfänger. Tut mir leid, falls die Musik so laut ist. Ich bin schon wieder drin, weil heute schweinekalt ist. Und mir frieren einfach die Hände in den Handschuhen komplett durch. Ich habe unter den Skihandschuhen noch dünne Handschuhe und das reicht mir immer noch nicht. Deswegen sitze ich jetzt schon wieder drin. Ich würde auch gerne draußen mehr filmen, aber meine Hände, die sind einfach Eisklumpen. Es tut mir echt leid. Wir haben ja heute die GoPro mitgehabt. Der Akku ist mittlerweile leer. Wir haben einiges gefilmt. Und da werde ich euch davon auf jeden Fall etwas zeigen. Und dann werden wir halt im Auto noch ein bisschen mitfilmen, sodass es heute auch ein kompletter Vlog wird. Close to see the sun, but close.
Hier ist immer Winter im Auto. Und Sitzheizung ist volle Pulle an. Ich bin voll rot im Gesicht. Voll rot. Und die Nase ist sowieso total rot vom Schnauben. Toni, wie kalt war's? Hi. Wie kalt war's? Kalt. 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 Am Ende. Am Anfang war's schön. Also, letztes Tag hat es bei mir kalt. Also es war so kalt, weil der Berg, der hing jetzt schon in den Wolken drin. Und das war einfach nur nass kalt und nass feucht. Und die Fingerspitzen, meine Fingerspitzen, die waren richtig... Nach Westen Richtung Czestetska starten, dann rechts abbiegen auf Czestetska. Czestetska. Okay. Und die Fingerspitzen, die haben einfach schon gebrannt vor Kälte. Oben auf dem Berg war es dann schon so gewesen, dass die Tannen und alles, die Nadeln mit einer dicken Eisschicht umhüllt waren. Das ist so, so kalt da oben, das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich bin jetzt froh, dass es erstmal wieder nach Hause geht. Und du? Ja, war ein schöner Tag. Auf jeden Fall. Aber zu Hause ist es immer noch am besten. Ja, ich bin auch ein Zuhause-Mensch. Ankunftszeit ist 16:47 Uhr. Oh, die Sitzheizung gut warm? Ja, brate mich. Ja? Toni hat sich dazu entschieden, heute in einem wirklichen Nobel-Restaurant essen gehen zu wollen. 5 Sterne nur. Also. Und wie heißt das? Und wie heißt dieses Nobel-Restaurant? McDonald's. Keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Ich? Warum nicht? Naja, wenn wir einmal hier sind. Wenn wir einmal hier sind, dann suche ich mir auch was. Jetzt gibt es gleich einen Burger. Ah, der Burger, mal gucken, auf der Karte sah der ja ganz gut aus. Ja. Aber auf den Vorführmodellkarten sehen die immer gut aus. Das passt schon. Nur vom ja, Aussehen meinetwegen schon, aber Geschmack ist halt immer die Sache, ne? Nom nom nom. Alles meins? Ja. Burger, Chicken Box und was hattest du auch zum Burger, ne? Ich hab auch. Alles meins! Was ist das? McDonald's hat neue Verpackungen. Das sind Nuggets. Das sieht doch schon mal gar nicht verkehrt aus. Die Frage ist nur, wo ist auf dem Big Tasty Bacon der Bacon? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Mal gucken, ob ich noch bin. Das kleine Köpfchen. Hi. Ich bin ganz aufgeregt. Hey, sind wir wieder da? Wir wissen, was du willst. Wir wissen, was du hast. Oh, wie eine angestochene. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben Toni schon nach Hause gebracht und irgendwie vergessen wir immer, zusammen Tschüss zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt doch gerne ein Däumchen nach oben oder lasst einen Kommentar da. Abonnieren ist kostenlos, würde meinen kleinen Kanal außerdem sehr unterstützen. Hier gibt's Leckerlis. Und aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dahin, tschüss!